Hallo und herzlich willkommen zur Agenda Agenda Satan und Musik. Heute die Folge Nummer 45, wenn ich richtig mitgezählt habe. Das heißt, wir haben heute jetzt hier wieder volles Programm und wir sind jetzt schon wieder und quasi immer noch bei Queen. Und Queen ist letzten Endes natürlich mehr als Freddie Mercury. Da gibt es ja noch den Brian May, den John Deacon und den Roger Taylor. Es sind dann insgesamt 4 Leute und diese 4 Leute haben zusammen eine ganze Menge Musik zusammen verbrochen sozusagen. Und daher habe ich mich jetzt heute entschlossen, da weiterzumachen, wo wir letztens aufgehört sind. Und da, bevor ich da hingehe, wo wir aufgehört sind und weitermache, muss ich natürlich dazu sagen, dass wir hier Stunde der Wahrheit heißen. Deswegen alles, was ich jetzt hier vortrage, ist, hoffe ich, anständig recherchiert worden. Und da kann ich dann dazu sagen, dass diese Folge dann auch auf dem Jockloss War on Disinfo erscheinen wird und vielleicht irgendwann auch mal auf Jockloss 66. Das sind die Kanäle, die der Jörg betreut, der mich heute Abend hier assistiert. Hallo und grüß dich. Ja, moin, moin, Michael. Und ich bin beinahe versucht zu sagen, frohes neues Jahr allen Heiden da draußen, weil diese Sendung auf dem Jockloss War on Disinfo-Kanal Anfang Januar 2020 erscheinen wird. Das ist soweit schon mal geplant. Ja, der Teil hier vor erscheint am 29. Dezember. Von daher, und in diesem heidnischen Kalender müssen wir ja davon ausgehen, dass das neue Jahr mitten im toten Winter anfängt. Das wollen Sie uns ja erzählen. Für mich als bibelgläubigen Christ ist das natürlich nicht wahr und für dich auch nicht. Für uns beginnt das neue Jahr biblisch im Monat Abib. Das ist dann, wenn die Sonne wieder anfängt zu scheinen und das Leben wieder anfängt, aus der toten Erde herauszukommen. Wenn Gott alles neu macht, wie immer. Und das nennen wir heute, glaube ich, mehr oder weniger April ungefähr die Zeit. Ende März, Anfang April. Aber wie auch immer, dieses Video erscheint also erst in wenigen Monaten. Das heißt, was wir heute hier erzählen, das ist dann schon wieder alter Kaffee. Und was die Wahrheit angeht, ja, man kann sich natürlich bei solchen Dingen nur darauf verlassen, was man recherchieren kann. Wir recherchieren hier weltliche Dinge und es gibt auch nur weltliche Quellen, um diese Dinge zu recherchieren. Und von daher, sage ich es mal von vornherein, ist alles Lüge. Alles ist Lüge, weil alles hat überhaupt nichts mit der Bibel zu tun. Ja? Wenn wir mal ganz deutlich sagen, dass wir da ganz, ganz gut uns verstehen. Diese ganze Agenda oder satanische Musikagenda ist eben eine Lüge, weil es ist die Agenda des Satans. Satan, der Widersacher, ist der Vater der Lüge, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Er ist der erste Mörder auf dieser Welt, er ist der Lügner überhaupt. Und alle diese Quellen, die er uns zur Verfügung stellt oder die wir haben, um ihn zu entblößen, die nicht aus der Bibel kommen, sind auch alles Lügen. Auch wenn sie vielleicht hier und da die Wahrheit widerspiegeln, ja, in der Hinsicht. Im Großen und Ganzen müssen wir nur davon ausgehen, das ganze Leben, das wir hier auf dieser Erde leben, ist nichts weiter als ein Theater, in dem wir Zuschauer sind. Und wir können von dem normalen Zuschauer zu einem Zuschauer mit ganz besonderen Eintrittskarten kommen, wenn wir uns die richtige Eintrittskarte dafür kaufen. Jetzt dürft ihr dreimal raten, was das ist. Die Bibel. Maranatha. Und auf Basis der Bibel machen wir unsere Sendung, so gut es geht. Aber man kann natürlich nicht diese satanische Musikagenda entblößen und dann alles an der Bibel messen, weil dann muss man ja gleich sagen, dann darf man das gar nicht erst machen. Wir wollen das aber machen, weil die Leute in dieser Welt gefangen sind, weil diese Leute, die in der Welt gefangen sind, gerne wissen wollen, wo denn die Wahrheit wirklich ist. Und um ihnen die Bibel aufzuzeigen, müssen wir ihnen erstmal die Lüge aufzeigen. Und deswegen baden wir jetzt in den Lügen, um euch zur Wahrheit zu bringen. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber das ist so. Weil viele Leute wollen, wenn sie mit der Wahrheit von Anfang an konfrontiert werden, sie gar nicht erst wissen. Mit anderen Worten, wenn ich zu jemandem gehe und halte ihm die Bibel vor die Nase und sage, hier, jetzt erzähl ich mal was über die Wahrheit, dann haut er mir die Bibel außer Hand oder haut mir eine Ohrfeige oder läuft weg oder was auch immer, da hat er keinen Bock drauf. Aber wenn man ihm kommt über Dinge, die er so liebt und dann erzählt, hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, was dies und das bedeutet, dann fangen sie manchmal an zu grübeln. Bedeutung. Die Bedeutung von Liedern, von Melodien und die Bedeutung von Texten. Und das ist genau das, wofür Michael sich heute Abend sehr gut vorbereitet hat. Und deswegen verfalle ich jetzt in meine schweigende Zuschauerrolle, wo ich jetzt auch dieses Video genauso schaue wie ihr. Ich habe nämlich seinen Text, den er vorbereitet hat, überhaupt nicht gelesen vorher. Und da ich ein Christ bin, wisst ihr, dass ich nicht lüge. Ich habe wirklich keine Seite davon gesehen, außer die, die jetzt kommt. Und
Von daher möchte ich jetzt Michael gern das Feld überlassen, um uns durch das Feld der Lügen zur Wahrheit zu bringen. Bitte, Bruder. Wir hatten in der letzten Sendung ja gesagt, dass der Freddie Mercury immer so viele interessante Verkleidungen anhatte. So eine Maske sozusagen. Eine Verkleidung ist ja auch eine Maske, wo ich mich drin zeige. Da muss man sich ja nur mal drunter vorstellen, dass gerade Künstler natürlich auch mal irgendjemanden darstellen wollen auf einer Bühne. Denn die erzählen ja eigentlich zu jedem Song, zu jedem Lied eine gewisse Geschichte. Das ist ja das, was sie machen. Sie sind ja eigentlich Geschichtenerzähler oder wie auch immer. Und da haben wir den Freddie Mercury in seinem farbenfrohen Katzenkostüm. Er war ja zeitlebens wohl ein Katzenkenner und ein Katzenliebhaber gewesen. Und wir haben ja gesagt, Harlequin ist ja aus verschiedenen Versatzstücken zusammengeflickert, das Flickschuster-Kostüm irgendwo. Und ich habe noch mal eine kleine lustige Reminiszenz gefunden. Das seht ihr genau in einem Bild unten drunter. Dieses Automodell von Volkswagen hieß tatsächlich Polo Harlequin. Da kann man, glaube ich, dieses Modell beziehungsweise, ja, diese Mode halt einfach mal ganz modern mal bezeichnen. Und in der Zeitung Die Welt wurde das erklärt und beschrieben als den verrücktesten VW aller Zeiten. Ja, dann kommen wir mal weiterhin zu Fred Mercury. Fred Mercury hat natürlich auch einen Stern bekommen, und zwar nicht nur auf dem Walk of Fame, sondern jetzt auch in seiner Stadt da. Einwohner von Feltham, da ist nochmal der Stern, und dieser Stern, den wollte ich doch mal noch ein bisschen mal besser beleuchten, da wir gerade dabei sind. Wer da mehr drüber wissen will, Lesung 4, Lesung 5. Diesen Stern hat dieser unfreundliche Zeitgenosse da unten drunter auch, und das ist eben die Figur des Baphomet. Diesen Stern gibt es in verschiedensten Outprägungen, einmal mit der Spitze nach oben, einmal mit der Spitze nach unten. Und das ist in jedem Fall immer ein satanisches Zeichen. Das ist jetzt völlig egal, ob es jetzt ein luziferischer Stern ist, der da jetzt quasi Freddie Mercury verliehen worden ist. Nach dem Motto, ey, ich will nach oben, ich will dahin, wo du auch bist. Oder ob es ein Stern ist mit der Spitze nach unten, wo man sagt, komm herunter zu uns. Wir haben dich lieb. Ja, aber da sind wir heutzutage hinzugehalten, dass wir dann Verständnis für alles haben. Alles andere ist ja dann sogenannter Hass, Punkt, Punkt, Punkt. Leider, leider, leider opfert man auch dann die Wahrheit dem. Und da wir Stunde der Wahrheit heißen, sind wir dem verpflichtet. Und deswegen können wir letzten Endes nur das sagen, was wir hier als Wahrheit herausfinden. Und deswegen gucken wir uns den nächsten Songtext an. Flash! Aha! Retter des Universums! Da ist er. Dieser Comicheld war ausschlaggebend dafür, dass eben dann jemand mal ein Video gemacht hat und einen Text gedichtet hat. Das war natürlich jetzt auch wieder die Gruppe Queen, die da federführend war und ein Video zugedreht hat. Und dieses Video selber wurde natürlich dann auch mit dem entsprechenden Song hinterlegt. Dieser Song ist Flash Gordon gewesen, ist dann auch in die Hitparade eingestiegen, war nicht so hoch, aber immerhin. Interessant ist jetzt hier bei den Protagonisten, guck mal hier, der kommt. Der hat ein rotes Leibchen an sozusagen, er hat irgendetwas Sternförmiges auf der Brust und ist ansonsten irgendwie so schwarz-rot gekleidet. Aber das ist jetzt erstmal recht nebensächlich. Interessant ist, der Typ heißt auch noch Flash und hat quasi so ein Saturn-Symbol innen drin, ne? So einen runden Kreis, also ein Kreis ist ja immer rund, wie quasi so ein Sonnensymbol. Da sieht er so ein bisschen aus, gelb-rot wie die Sonne. So ein Kreis drumherum. So ein Blitzsymbol dadurch. Es könnte ja durchaus eine Reminiszenz an den Saturn sein. Saturn ist der Planet des Todes. Saturn ist auch derjenige Planet, der in Beziehung zu Satan steht. Nicht nur, weil er mit SA anfängt, sondern weil er auch in der Astrologie der Planet des Todes gewesen ist, in der klassischen Astrologie, und weil die Römer eben dann auch die Saturnalien gefeiert haben, beispielsweise in der Zeit, wo die Sonne am tiefsten stand, beziehungsweise am wenigsten geschienen hat, und deswegen dann auch gesagt haben, oh, wir müssen jetzt mal irgendetwas Heidnisches machen, damit wir eben dann bezeugen, guck mal hier, wir glauben an dich, Sonne, dass du wiederkehrst, auch wenn du jetzt ganz weit von uns weg bist oder wo ganz, ganz wenig scheinst. Und das ist alles völlig heidnischer Kult, dieser Sonnenkult. Und das wird, glaube ich, ziemlich gut ausgedrückt. Das Ding in der Mitte könnte man sogar, wenn man ein bisschen Fantasie hätte, als scheinbar verdeuten. Interessant ist jetzt dieses Blitzsymbol. Da kommen wir im Laufe des Textes noch dazu. Den Text selber habe ich hier von der ganz normalen Webseite runterkopiert. Den habe ich erstmal in Englisch. Und den habe ich aber dann auch in Deutsch, damit es ein bisschen einfacher für uns wird. Ja,
Und in Deutsch kommt er da. Da habe ich noch so ein unlustiges Bild von jemandem, der auch so einen ganz seltsamen Stern hat. Allerdings hat dieser Stern sechs Ecken. Und aber man sieht halt, dass diese Typen da halt irgendwie so ein bisschen seltsam aussehen. Der eine Typ hinten links kann sich nicht entscheiden, ob er ein Wikinger werden wird oder ob er ein Satansanbeter ist. Auf jeden Fall hat er also so zwei Hörner auf dem Kopf. Ganz hinten links ist jemand mit einem silbernen Gesicht und verhüllt in Schwarz. Also ist, glaube ich, ein Film, den man nicht unbedingt empfehlen kann. Der Typ mit dem beiden Hörnern da und der Metallkappe hat auch noch so etwas Ähnliches wie Flügel. Man kann sich da, glaube ich, eine ganze Menge zu denken. Auf jeden Fall ist dieses Bild nicht gerade lustig. Aber wir wollen uns heute den Songtext angucken. Der Songtext heißt Flash. Flash heißt Blitz. Ja, und was kann ich dazu dem Blitz sagen? Da gibt es eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium. Das heißt, Jesus bezeugt, ich sah Satan wie einem Blitz vom Himmel fallen. Das heißt, alles, was mit Blitz zu tun hat, die SS aus dem KISS-Zeichen oder dieser Trennungsblitz aus AC/DC in der Mitte, ist alles eine Reminiszenz an Satan, der aus dem Himmel gefallen ist. Da, wo er früher Luzifer hieß, ist er auf die Erde gefallen, hieß dann jetzt Satan und heißt immer noch Satan. Man kann auch Teufel zu ihm sagen und noch ein paar andere Dinge. Aber Satan heißt einfach nur Widersacher und deswegen ist er halt rausgeflogen. Was ist das Wort, ist geflogen. Ja. Und hier wird kolportiert. Guck mal hier. Flash. Retter des Universums. Also im Original heißt das Savior of the Universe. Und Univers ist eine Zusammensetzung aus zwei Wortfragmenten sozusagen. Einmal Uni oder Uni, das kennt ihr von Unifarben zum Beispiel. Das ist halt dann eine Farbe, eine gleichmäßige Farbe. Also Unibraun zum Beispiel, Uniblau oder so. Und Vers. Vers ist ein Satzmaß. Und Univers ist dann zusammengesetzt ein Satz. Und das steht im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Ja, und dann geht's eben noch weiter, weil hier beschrieben wird, dass dieser Flash, also der eigentlich eine andere Verkleidung für Satan ist. Denn Lukas 10, 18, ich weiß gar nicht, warum ich es da nicht reinkopiert habe. Mea culpa, meine Schuld. Aber Flash ist halt eine Reminiszenz an Satan, ne? Durch diesen Blitz halt. Und er sagt von sich selber aus, er wäre der Retter des Universums. Zumindest singen Queen das so. Und da hat die Bibel beispielsweise in Hosea 13, 4 eine völlig andere Meinung zu, wer denn da der Retter des Universums ist. Ich aber bin der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her. Und außer mir kennst du keinen Gott. Und es gibt keinen Retter als mich allein. Genau, denn nur derjenige kann das Universum retten, wer das Universum auch erschaffen hat. Und deswegen steht die Erschaffung eben Gott zu, einem göttlichen Wesen, einem intelligenten Wesen. Es muss ein Plan da gewesen sein, um solches intelligentes Wesen überhaupt möglich zu machen und zu ermöglichen. Und davon schreibt die Bibel in Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Die nächste Textzeile heißt Flash. Ah, er wird jeden von uns retten. Und die Bibel hat da auch wieder eine Meinung zu. Ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Retter. Und es geht weiter im originalen Text, der dann heißt, was passiert mit Flash? Nur Dr. Hans Zarkow, ehemals bei der NASA. Also niemals eine direkte Antwort heißt das im Jargon, also never a straight answer, hat eine Erklärung geliefert. Flash, haha, er ist ein Wunder. Die beispielslose Sonnenfinsternis von heute Morgen ist kein Grund zur Beunruhigung. Flash, haha, König des Unmöglichen. Was sagt denn die Bibel dazu? Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Eben. Also nur Gott kann eben Dinge machen, die unmöglich sind. Es geht weiter im Songtext von Queen. Er setzt sich ein für jeden von uns, steht ein für jeden von uns. Er rettet mit einer mächtigen Hand jeden Mann, jede Frau, jedes Kind mit einem mächtigen Blitz. Ich sah Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ja,
Das ist eben der Spruch, den ich eben vermisst habe, den Vers. Jetzt geht's weiter im Songtext. General Carla, Flash Gordon nähert sich. Was meinst du damit, dass sich Flash Gordon nähert? Offenes Feuer, alle Waffen. Verschicke die Kriegsrakete Ajax, um seinen Körper zurückzubringen. Flash Gordon lebt. Flash, er wird jeden von uns retten. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Schreibt dir das jetzt mal endlich hinter die Ohren. Es ist doof, wenn man immer den Bösewicht lesen muss. Nur ein Mann mit dem Mut eines Mannes. Du weißt, dass er nichts ist als ein Mann und er kann niemals scheitern. Niemand außer den Reinen im Herzen kann den goldenen Gral finden. Oh oh. Flash, Flash, ich liebe dich, aber wir haben nur 14 Stunden, um die Erde zu retten. Flash! So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen. Und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen. Und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Ja. Und das ist im Prinzip schon der Songtext von Flash Gordon. Von der Gruppe Queen dargebracht. Um mehr geht's da gar nicht. Also Flash ist der Riesenretter des Universums, der kommt also von oben. Also normalerweise kommt ja alles Gute von oben, aber da gibt's Ausnahmen, kann ich euch sagen. Denn Satan ist auch der König der Lüfte oder der Fürst der Lüfte benannt im 2. Epheser Kapitel 2, Vers 2. Das heißt, nicht alles, was von oben kommt, ist gut. Es gilt einfach zu prüfen. Und mein Vater hat mir mal den Satz mitgegeben, du prüfe, was sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Aber der hat da nichts gesagt über den Satan. Er hat mich nur immer gewarnt vor falschen Herzen, sozusagen. Und was die hier dann beschrieben haben in diesem Text zum Beispiel hier mit dem goldenen Gral oder heiligen Gral, das führt auf eine Sage zurück von dem König Arthur, König Arthurs Tafelrunde. Eine Geschichte, die so, einen Symbolcharakter hat. Man suchte also einen heiligen Gral, man suchte eine Reliquie aus der Zeit, wo Jesus da auf der Erde gewandelt hat. Man suchte also immer irgendetwas Materielles, um irgendetwas Heiliges Materielles. Und es gibt einfach nichts Heiliges Materielles auf dieser Welt. Das ist eben genauso wie mit den Symbolen. Da gibt es eben auch keine christlichen Symbole in dieser Welt. Denn alles Materielle ist Satan übergeben. Und demzufolge alleine schon aus dem Logischen heraus, aus den Vernunftsgründen heraus, kann es eben nichts Heiliges Materielles geben. Das ist einfach ganz klar. Wenn alles Materielle sozusagen verseucht ist, dann findest du nichts Reines. Ja, und da gibt es auch nichts mit dem weißen Riesen, der da Weiße als Weiß wäscht. Das ist also alles immer gelogen, egal was man macht. Das ist jetzt eine lustige Anspielung, aber ich meine das eigentlich gar nicht lustig. Uns wird immer eine Lüge erzählt. Weißer als Weiß gibt es gar nicht. Weiß ist Weiß. Weiß heißt keine Verunreinigung. Ne? Ja, und diese König Arthurs Tafelrunde, die ist mal persifliert worden von Monty Python, die Ritter der Kokosnuss. Nur mal so als Hinweis. Und die Vergötterung von Reliquien, wenn ich also eine Reliquie anbete, ist eben ein Verstoß gegen das zweite Gebot. Ich habe es jetzt nicht nochmal aufgeführt hier, weil ich glaube, das ist in der letzten Sendung mindestens zweimal zur Sprache gekommen, dass wir eben nichts anbieten sollen, was und keine Vorstellung machen sollen und nicht dienen sollen denjenigen Dingen, die im Himmel sind, auf der Erde sind oder unter den Wassern sind, dass wir also ihnen nicht dienen sollen. Denn das Königreich von Jesus Christus ist eben nicht hier. Deswegen macht es keinen Sinn, irgendetwas als heilig zu erachten oder dem zu dienen, was wir hier mit unseren Augen sehen können oder was wir irgendwo anfassen können mit unseren Sinnen. Unser Königreich unseres Herrn Jesus Christus ist ein geistiges Königreich. Und da hat sich nochmal der Herr Freddie Mercury nochmal verewigt und zündet sich gerade ganz genüsslich eine Zigarette an. Und oben drüber steht drauf, Mr. Bad Guy ist Freddie Mercury. Das ist ein Album, was er 1985, glaube ich, aufgenommen hat, als Solo-Mensch, als Solist. Und Mr. Bad Guy heißt einfach der Bösewicht. Ja? Das ist ja eine interessante Allegorie sozusagen für den Freddie Mercury, aus dem ganz einfachen Grunde, weil er einfach böse Sachen gemacht hat und relativ klein war. Das ist jetzt ein kleiner Scherz und der ist auch gar nicht auf Kosten von ihm sozusagen, aber der ist einfach ein böser Wicht gewesen. Der ist 1,77 Meter groß gewesen und er ist hat einfach ziemlich böse Dinge gemacht. Er hat also ja nur über Mord und Totschlag da gesungen und Sodomie betrieben und ja, eine ganze Menge Dinge auch so gemacht, die eben nicht okay sind. Also schon gar nicht im Lichte der Bibel. Ne? Okay, aber jetzt gehen wir mal halt in die Vollen. Jetzt gehen wir genau dahin, wo es einige schon die ganze Zeit erwartet haben, nämlich
Ja, du streichst da was an. Moment, das ist immer so klein bei mir. Ich kann das nicht sehen auf meinem kleinen Bildschirm, außer auf meinem Dings hier. Was hat er denn da? Was ist denn da grün? Ja, Product Placement. Marlboro. Ach so, ach, ich habe jetzt gedacht, was habe ich denn da übersehen? Marlboro, ja gut. Ja, das heute darf man sowas ja gar nicht mehr machen. Ja. Und damals zündet er sich hier vor laufender Kamera anscheinend, das ist ja wohl eine Pressekonferenz oder was, zündet er sich eine Zigarette an, was heute kein Mensch mehr macht, das ist ja nicht mehr politisch korrekt zu rauchen. Und schon Helmut gar Schmidt nicht, das. Und schon gar nicht die Marke hier auch noch ins Bild zu setzen. Deswegen habe ich das kurz grün angestrichen, dass die Leute da mal kurz drauf schauen. Ja, das Doofe ist, wenn du das grün anstreichst, kann ich manchmal nicht mehr lesen. Ja, gut, okay. Du hast es ja nicht grün angestrichen bei dir, du kannst ja da gucken. Na, alles gut. Es ist das Thema Amanda Lear, die darf ich mal eben mal einflechten. Die hat mal erzählt, sie hätte auf einer Party, hätte die mal den Marlboro Man kennengelernt. Ich meine, das war Amanda Lear gewesen. Auf jeden Fall irgendjemand aus dem Dunstkreis. Aber der wäre nicht, also wär nicht alt geworden, der wäre dann verstorben. Er hätte einen sehr ungesunden Lebenswandel gehabt. Das fand ich dann auch sehr interessant. Ja, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu dem Thema, das richtig aufwendig, abwechslungsreich und sehr, sehr ausgebreitet und schwierig werden wird. Und zwar zur böhmischen Rhapsodie. Das ist genau dieses Lied, woran eigentlich die ganzen Menschen denken, wenn sie an Queen denken, an Bohemian Rhapsody. Nicht nur, weil es fast 10 Millionen Mal alleine als Single verkauft worden ist, sondern auch, weil das in den sämtlichen Hitparaden, die man heutzutage noch hat, beispielsweise in Holland ist mir eine bekannt, die immer zu Silvester gespielt wird, die Top 1000 von Hilversum 2 oder von irgendeinem Sender. Und da ist dieses Lied regulär immer unter den ersten drei zu finden. Also die normalen üblichen Verdächtigen hier, Hotel California, auch satanisch, und auch Bohemian Rhapsody. Und Bohemian Rhapsody ist wirklich ein super Spezialfall. Und deswegen brauchen wir auch mindestens zwei Sendungen, um dem gerecht zu werden und um den uns irgendwie nähern zu können, weil das wirklich ein sehr, sehr verschwurbeltes Ding ist. Ich versuche es mal auseinanderzudröseln und es hat eben nichts mit allem zu tun, was ich bis jetzt gelesen habe. Nicht, weil ich so ein Querkopf wäre, sondern weil mich das wirklich schon Stunden gekostet hat. Aber ich versuche es einfach mal. Bohemian Rhapsody ist ein Stück, was Freddie Mercury geschrieben hat. Das heißt, die Lyrics, die Songtexte kommen tatsächlich von ihm. Er ist derjenige, der diese Liedtexte geschrieben hat. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel drüber. Das ist schon mal das Erste, was total wichtig ist. Das Zweite, was wichtig ist, ist, dieses Bohemian Rhapsody ist ein Stück, was schon 1 Milliarde Mal auf YouTube angeklickt worden ist. Das ist das älteste Video, was diese irre Zahl geschafft hat. Diese Single selber ist sehr komplex. Das ist eben in verschiedene Abschnitte unterteilt, das eben schon anzeigt, eine Rhapsodie ist sechsteilig, also diese jetzt ist sechsteilig und die sind also extrem unterschiedlich. Es ist also eben nicht aus einem Guss, es ist kein Tanzstück, es hat keinen normalen regulären Beat, keinen Rhythmus, sondern es sind verschiedene Textfragmente wie quasi eine kleine Mini-Oper. Interessant ist es jetzt aus dem Grund, weil jeder eine andere Interpretation hat, was dieses Ding zu bedeuten hat. Ja. Der Text stammt von Freddie Mercury und gibt einige Rätsel auf. Bohemian ist das englische Wort für Bohemien, also Böhmen. Ein Angehöriger der oder ein Künstler, ein Angehöriger der Boheme, der den Konventionen trotzt und unter Missachtung der gesellschaftlichen Standards lebt. Es passt also ziemlich gut auf unser sogenanntes schreckliches Kind, also Enfant terrible, dem Freddie Mercury. Moment. Diese Bedeutung der Bohemia, also von Böhmen, das geht zurück auf Jan Hus im 15. Jahrhundert. Ich habe nur darauf gewartet, ja. Ja, ich weiß ja nicht, was du alles erwähnst. Ich kenne ja deinen Text nicht. Mhm. Nur deswegen gibt es ja auch den Bohemian Club, wo man sich eben so verkehrt verhält. Ja? Bohemian Club, da ist ja alles verkehrt. Ne? Und ja. Ich will dann nur mal eben ganz kurz drauf auf, für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, die vielleicht nicht alle unsere Lesungen verfolgt haben. Ich meine jetzt nicht die satanische Musikagenda, sondern ich meine die Lesung unter anderem von Romanismus und die Reformation, wo wir mindestens eine ganze komplette Sendung geweiht haben an Jan Hus, der eingeladen wurde, seine
nach römisch-katholischer Interpretation Falschlehre auf dem Konzil von Konstanz in 1415 zu erklären, dem freies Geleit zugesagt wurde und der sowohl vom Kaiser als vom Papst vom Wort betrogen wurde. Das heißt, die haben ihr Wort gebrochen und haben ihn lebend verbrannt. Und Jan Hus war also ein Ketzer innerhalb der römisch-katholischen Kirche und steht von daher eben für jemanden, der allen Konventionen trotzt, Konventionen der römisch-katholischen Kirche. So, das wollte ich jetzt gerne dazu sagen, nur um mal zu zeigen, dass ich auch ein kleines bisschen Verständnis habe. Und jetzt überlasse ich es dir wieder, weil du hast ja viel zu viel Arbeit da reingesteckt, als dass ich dir jetzt den Wind aus den Segeln nehmen sollte. Nein, das ist ja eine gute Ergänzung. Mir war ja klar, dass du dann irgendwann Jan Hus benennen würdest. Deswegen steht er auch hier, ist nämlich nicht im Text drin, weil ja, sonst wäre es ja keine Kooperation. Ne? Also, dieses Ding ist eben völlig unkonventionell, genau wie der Herr Mercury auch. So, und in diesem Text kommen hier verschiedene Begriffe aus verschiedensten Religionen auch zur Sprache. Da werden wir dann sehr, sehr ausführlich drüber reden. Und Mercury selber, also der Interpret, der Sänger und der Texter selber, gibt an, dass es sich um zufällig reimenden Unsinn handele. Das ist eine Aussage, die werden wir in einer der nächsten Sendungen von einem völlig anderen Musiker genau wiederfinden. Und dann muss man immer hellhörig werden, wenn jemand sagt, das ist alles zufällig. Ja, ist klar. Wenn wir wissen, dass solche Dinge eben aus Inspiration erfolgen, dass halt einfach eine Eingebung ist, dass jemand quasi aus der Luft heraus sich irgendwelche Begriffe da zusammenreimt und dann ein Lied daraus komponiert mit einer entsprechenden Melodie, dann ist eben nichts Zufall, sondern es hängt einfach nur ab, von wessen Geist dieser Mensch beseelt worden ist. Und ich denke, wir haben den Herrn Mercury bis jetzt schon recht gut skizziert, damit jeder da draußen sich ungefähr vorstellen kann, von welcher Seite der eben bedient wird. Wir erinnern mal an den Harlekin, wir erinnern an die Another One Bites the Dust, wir erinnern an die Killer Queen und so weiter. Ja, wenn ich noch mal ganz kurz zwischenkommen darf, wenn eine Person wie Freddie Mercury sagt, es handelt sich um zufällig reimenden Unsinn, dann kannst du davon ausgehen, dass genau diese Aussage zufälliger Unsinn ist, weil in der Politik, in der Musik, im Fernsehen, im Filmgeschäft passiert nichts, aber auch wirklich überhaupt nichts, was nicht vorher geplant war. Ja, und von daher kann man davon ausgehen, dass diese Worte ganz sicher ihre Bedeutung haben. Nur die meisten Leute sind zu faul, sie rauszusuchen, weil der Freddie Mercury sagt, ja, boah, das hat gar nichts zu bedeuten, mir fiel eigentlich nichts Besseres ein. Da fällt mir immer Mike Krüger ein, ne? Ich war ein Bundeswehrsoldat, ein toller Typ. Und ihm fiel auch nichts anderes ein. Und wer das glaubt, der braucht diese Videos gar nicht weiterzuschauen. Der ist nämlich zu faul zum Denken. Und für solche Leute machen wir diese Videos nicht. Michael klebt immer eine ganze Menge Links mir hier in irgendwelche Texte, die er mir schickt, die ich dann unter die Videos machen muss. Manchmal 5, manchmal 10, manchmal 15 Links, um eben dafür zu sorgen, dass ihr eure eigenen Untersuchungen hiermit anstellt. Diese Videos, die wir hier machen, sind ein Denkansporn für euch. Ja, wir können hier und wollen hier gar nicht alles sagen. Es geht darum, dass ihr selbst diese Untersuchungen anstellt, dass ihr das hier Gesagte als Hilfe nehmt und dass ihr die beigebrachten Links als einen Anfang, als eine Anfangshilfe, Starthilfe nehmt. Denn nur die Wahrheit, die ihr für euch selbst rausfindet, ist auch die Wahrheit, die euch wirklich überzeugen kann. Nicht, weil Michael das sagt oder weil ich das sage, sondern weil ihr das selbst herausfindet. Darum ist es so, so wichtig, seine eigenen Studien zu machen. Das haben wir immer, immer, immer wieder auf meinem Kanal gesagt. Macht eure eigenen Studien. Nur das gibt euch die Überzeugung, wirklich die wahre Wahrheit gefunden zu haben. Vor allen Dingen dann, wenn ihr das dann, was ihr findet, an der Bibel messt und dann eben seht, dass es im Licht der Bibel nicht bestehen kann. So. Ja, und ich glaube auch, dass es jetzt eben der Unterschied ist, weil wir das genau in dem Licht jetzt auch mal behandeln und betrachten wollen. Der Freddie Mercury sagt angeblich, die Leute sollen sich den Song anhören und sich ihre eigene Meinung bilden, was ihnen der Text sagt. Und das können ja jetzt diejenigen Zuschauer und Zuhörer ja auch machen. Gibt ja bestimmt genug Menschen, die den Text kennen und der kommt ja später auch noch. Es gibt eine ganz lange Abhandlung, was denn dieser Text bedeuten soll, von einem langjährigen persönlichen Assistenten, Peter Freestone. Der ist natürlich dem Freddie Mercury entsprechend gewogen.
Und der hat behauptet, der hat gesagt, Mercury habe damit darin sein Coming-out als homosexueller Mann verarbeitet, da er seine Beziehungen zu Männern immer privat hielt, da er sich offiziell nie zu seiner Homosexualität bekannt hat. Und ich habe dahinter geschrieben und extra in griesgrämig grün hinterlegt, ich halte das für nicht richtig. Ich werde es auch begründen später, warum es so ist. Ich habe einen ganz anderen Ansatz, und zwar mein Ansatz ist aus der Bibel. Und deswegen gehen wir mal einfach weiter, würde ich sagen. Also, 1975, was noch wichtig werden wird, 1975 ist dieser Song aufgenommen worden, am 24. August angefangen. Also, Ende August 1975. Aus der LP Eine Nacht in der Oper. Und so weiter und so fort. Die anderen Sachen brauchen wir jetzt nicht. Die Besetzung ist ganz normal eigentlich so. Ja, wieder der Brian May mit seiner Münze als Plektrum. Roger Taylor am Schlagzeug. Freddie Mercury als Sänger und so weiter. Ja, so. Und wir brauchen jetzt auch noch nicht mal die Münze nochmal doppelt. Das hatte ich alles schon. Das ist jetzt hier doppelt. Das brauchst du nicht nochmal vorzulesen. Gehen wir direkt auf die nächste Seite mit Bohemian Rhapsody. Das ist die Single, so sieht sie aus, oder so sah sie zumindest aus zu dem Zeitpunkt, wo Leute noch Singles gekauft haben. So sah so ein Ding wirklich mal aus. Das war auch entsprechend viel größer als eine CD. Und die BBC, die übrigens British Broadcasting Corporation heißt, die hat gesagt, oh, ob das Ding wirklich zündet, ob das Ding wirklich was bringt. Und da haben die gesagt, nee, ihr müsst die Oper-Passage daraus kürzen. Naja, das haben sie dann nicht gemacht und sie haben es dann veröffentlicht und... In Großbritannien stand das Ding für 9 Wochen auf Nummer 1. Der erste Nummer 1-Hit von Queen. Ja, Riesenerfolg. Gut, sie ist heute noch die dritthäufigst verkaufte Single. Also wir reden jetzt hier über ein absolutes Gem, GEM, also ein absolutes Juwel. Aber vorsichtig mit Juwelen und Edelsteinen. Ja, vor allem mit Diamanten und Topaz und Onyx und wie sie alle heißen. Ja, und nach seinem Tod im Dezember 1991 ist diese Single nochmal... Also da ist sie rausgekommen, gestorben ist er im November. Hat er nochmal 1 Million Exemplare umgesetzt und so weiter und so weiter und so weiter. Es ist völlig, völlig, völlig wahnsinnig. Jetzt gehen wir mal tiefer in die Materie rein mit diesem Bohemian Rhapsody. Damals hat die Plattenfirma EMI nicht dran geglaubt, dass das Ding Erfolg wird. Und deswegen haben die gesagt, ihr müsst dazu ein Video machen. Ihr müsst eine Visualisierung machen, damit das Ding irgendwie immer interessanter wirkt. Das haben sie dann auch gemacht. Und dieses Video beginnt mit der Einstellung, in der die Silhouetten der Bandmitglieder in nahezu vollständiger Dunkelheit zu sehen sind, was ihr auf der nächsten Seite dann seht. Ja? Und dieses Video hat eben 1 Milliarde Aufrufe inzwischen erreicht. Inzwischen heißt es im Juli 2019. Und ihr seht auf dem Frontcover eben, dass der Freddie Mercury da steht und die Hände über Kreuz hat, was wiederum im christlichen Symbolbereich sozusagen bedeutet, dass er eben Christus verneint. Das ist natürlich eine Abwehrhaltung, eine Schutzhaltung. Warum macht er die auf dem Bild? Er hätte ja auch genauso gut seine Hände so halten können wie die anderen. Das heißt, dass einfach nur seine Visage, das ist nicht böse gemeint, aber nur sein Gesicht, sein Konterfei, meinetwegen, dass also die 4 Gesichter drauf sind. Warum sind seine Hände damit drauf? Das wäre jetzt so die erste Frage, die ich mir da stellen würde. Visage ist nicht böse gemeint. Das ist das französische Wort für Gesicht. Ich weiß, aber das es hat halt oftmals im Deutschen eine negative Konnotation. Ja, aber richtig. Das ist, weil die Leute nicht mehr die Ursprünge und die wahre Bedeutung von vielen Wörtern wissen. Visage heißt nichts anderes als Gesicht, genauso wie Portemonnaie nichts anderes heißt wie Geldträger. Ja? Mhm. Wir gebrauchen die Worte und denken überhaupt nicht mehr drüber nach, was bedeuten die überhaupt? Und geben dann diesen Dingen eine negative Bedeutung. Ich gebe mal ein gutes Beispiel aus der Bibel. Ich werde dir die Leviten lesen. So wird Kindern gedroht, wenn sie irgendwas verkehrt gemacht haben. Dabei haben die Leviten eine sehr gute Bedeutung. Das war nämlich die Priesterkaste oder das Priestervolk der Israeliten im Alten Testament. Und Priester haben ja nun wirklich, da sie für Gott gedient haben, keine negative Konnotation, nicht wahr? Also immer vorsichtig mit solchen Sachen. Ja? Und es gab ja auch mal eine Musikgruppe, die hieß Visage, aber da kommen wir vielleicht ein anderes Mal zu. Da kommt ein kleines Ausschnitt, kommt da in einem speziellen Video, aber da sitze ich dran, weil das so eine Mammutaufgabe auch wieder ist. Jetzt mal direkt zu dir zurück, Jörg. Ich habe hier drunter geschrieben, positiv oder negative Bedeutung. Wenn du dieses Plattencover anguckst, was fällt dir dazu auf oder ein?
das kann ja nur eine negative Bedeutung haben, weil es ist nur dunkel, also nur Dunkelheit, dann haben sie noch die Augen geschlossen, mehr oder weniger. Ja, hat für mich eine geisterhafte Bedeutung, also negativ auf jeden Fall, wirkt es Ja, auf mich. das sehe ich genauso, vor allen Dingen, wenn man halt berücksichtigt bei dieser Geschichte, keiner lacht. Und es ist eben kein Hintergrund zu sehen. Das sind also nur vier Leute drauf, die dann sozusagen sagen: So, jetzt hier, lasst mich in Ruhe mit der Handbewegung. Ne? Die hat ja natürlich noch eben diese Jesus Christus verneinende Aussage, aber die heißt natürlich jetzt erstmal: Ich muss mich jetzt hier beschützen. Ne? Gut, aber das ist eben kein positives Cover. Nicht nur, weil ich da wieder mein Lieblingspferd auf der grünen Wiese nicht sehe, sondern weil eben da halt alles so aussieht: Naja, also. Sehr unnatürlich, so steht ja auch kein Mensch. So stehen ja auch die Menschen nicht auf einer normalen Wiese oder auf einer normalen Dings. So ist ja ein gestelltes Bild. So, also kommen wir mal zur Bohemian Rhapsody. Ich werde jetzt nicht auf den englischen Text eingehen, außer mit ganz wenigen Ausnahmen. Die erste Ausnahme seht ihr da. Die erste Ausnahme heißt: Open your eyes, look up to the skies and see. Also öffne deine Augen, schau hoch zum Himmel und sehe. Das heißt, da ist die Aufforderung oder ein Befehl, du musst nach oben gucken und gucken. In die Und wir Lüfte wissen, heißt das, to the skies. ja, Skies heißt doch Himmel. Naja, Heaven ist bei mir Himmel. Ja, Skies das sind die ist Lüfte. der. Öffne deine Augen, guck in die Lüfte und sehe. So würde ich das übersetzen. Ich will Ich da jetzt nicht frage. darüber diskutieren, aber Skies ist für mich, the sky is the limit. Dann sagt man immer, ja, Ja. der Himmel ist die, ist das Limit oder was, aber das Also normale Wort für Himmel ist ja Heaven, Clear ne? Skies in Englisch beim Lingui heißt klarer Himmel. Deswegen, also habe ich es jetzt mal so gemacht. Okay, aber gut, gerne, gerne, gerne machen wir das so. Lass uns mal Aber sagen, der man kann Punkt, das so und so verstehen, ne? ja klar. Aber der valide Punkt ist ein anderer. Der valide Punkt ist, es kommt gleich ein Punkt, der heißt: Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Und da habe ich einen Aufkleber oder einen Button zugefunden. Dann guckt euch das mal an. Da steht nämlich links der Freddie Mercury. Kommt euch die Pose irgendwo bekannt vor? Na, Lesung 4. Eliphas Levi, Baphomet. Naja, guck mal Soll. das große Bild hier die ganze Zeit, ne? Ja, das auch, genau. Ne? Aber guck dir diesen Aufkleber an: Easy come, easy go. Das heißt eigentlich in Deutsch: Wie gewonnen, so zerronnen, habe ich mich mal da schlau gemacht. Und es ist ja nicht nur das, was es da aussagt, sondern es sagt ja auch dazu aus, dass er halt diese Pose macht. Und naja, wie gewonnen, so zerronnen. Da hat er ja mal ganz recht, ne? Mit seinem kurzzeitigen Ruhm. Und es hat da auf diesem Button auch noch zwei Pentagramme drauf. Ne? Also, ich weiß nicht, ob das ein Zufall sein soll. Das finde ich schon extrem stark. Vor allen Dingen, wie gesagt, du hast ja recht, wenn du sagst, die Statuen sehen genauso aus von ihm. Also, er ist oft in dieser Pose zu sehen. Und, ne? Deswegen wollte ich es mal sagen. Wobei der Baphomet auf der rechten Seite witzigerweise noch eben so eine Äskulap-Schlange da mit drauf hat, die ihm oben rauswächst. Also deswegen fand ich die noch besonders interessant, weil das noch eine ganz andere Symbolik hat. Und oben drüber, über diesem Baphomet, siehst du auch noch so etwas, was aussieht wie Schwingen oder Flügel. Naja, sind wir da bei unserem Phönix landet? Gucken wir uns das an. Da haben wir nämlich, wie du siehst, ich habe ähnliche Gehirnwindungen. Ne? Da siehst du eben genau dieses Bild oder von der anderen Seite sozusagen, was du meintest, wobei es jetzt ganz viele verschiedene Statuen gibt. Also mir sind alleine schon jetzt mittlerweile vier Stück bekannt, in Montreux, in Liverpool, in London und in Zanzibar, da wo er eben geboren worden ist. Ne? Und eins in London, das ist jetzt mittlerweile schon weg, das steht jetzt im Garten vom Schlagzeuger. Also ich finde das sehr seltsam und skurril, wenn mich dann so die paar Meter hohe Skulptur, 5 Meter, glaube ich, ist die hoch in London gewesen, anguckt von meinem verstorbenen Bandmitglied. Also ich würde das ja nicht wollen, aber gut. Okay, also dieses Bild kannst du einblenden. Das nächste Bild ist eben das besagte ungefähr, weiß ich nicht, 7 Meter hohe in London, was jetzt da mittlerweile weggebracht worden ist zu Roger Taylor in seinem eigenen Garten angeblich, wobei der Mann hat wahrscheinlich mehrere Häuser. So sieht das Zeugs aus. Das ist ja dann schon eine Götterstatue, ne? Ist ja 7 Meter hoch. Also ich habe mich letztens vielleicht ein bisschen vertan. Ich habe gesagt, 10 Meter hoch wäre das, aber war es 7 Meter hoch. Und die anderen sind vielleicht 10 Fuß hoch, also 3 Meter hoch, aber immerhin überlebensgroß. Ja, also größer als er jemals im Leben gewesen ist. Der war, wie gesagt, 1,77 ohne Schuhe. Die Schuhe zählen wir jetzt mal nicht mit. Gut, die englische Deutung lasse ich jetzt mal weg. Die können wir gerne überspringen. Du darfst also gerne noch 2 Seiten weiter machen, bis ich sage, stopp, stopp.
Genau. Da sehen wir jetzt oben nochmal Freddie Mercury mit einer Katze und mit seinem Freund. Und das ist auch eine Quelle, wo ich viele Bilder her habe, die ich nochmal eben benennen wollte. Und auch eine Quelle habe, wo ich halt weitere Untersuchungen alles von ausgestaltet habe. Und diese werde ich natürlich auch weiterhin nennen. Wir kommen ja jetzt zu einer sehr, sehr interessanten Geschichte. Der Jörg muss jetzt im Augenblick überhaupt keine Videos einblenden. Das ist dieses Video, was da steht, das machen wir ganz zum Schluss. Aus dem ganz einfachen Grunde. Es gibt davon eine Persiflage von Bohemian Rhapsody. Die ist jetzt auch recht bedeutsam, weil, schaut euch mal an, ihr habt auf der linken Seite quasi den Erzähler oder den Zirkusdirektor der Muppets. Ich kenne den Namen nicht. Und wenn ihr euch mal anschaut, wie der gekleidet ist, beziehungsweise wie der seine Augenbrauen gestaltet sind, dann erinnert mich das sofort an Mephisto. Ich habe extra deswegen aus der Lesung am Mandalier, aus der Lesung Nummer 2, das Bild da rechts daneben reingefügt, dieses Schwarz-Weiß-Bild, wo Mephisto da Faust sozusagen verführt oder ihm Sachen verspricht. Und ihr seht immer, diese Herren sozusagen, oder dieser Herr, dieser Teufel, wird eben mit den zwei Hörnern sozusagen als Augenbraue stilisiert. Das seht ihr auf dem Bild von den Muppets und das seht ihr auch auf dem Bild von dem Mephisto da rechts. Ne? Auch wenn es umgekehrt ist, es ist egal, aber es ist auf jeden Fall keine normale Form einer Augenbraue. Und das fand ich dann sehr interessant. Unten drunter seht ihr ein ähnliches Bild, das stammt von Mephisto, einem Film aus Deutschland, Ungarn, 1981. Und auf diese Mephisto-Allegorie, da werde ich in späteren Videos auch nochmal zukommen. Und ich habe ja schon mal gesagt, die Kurzform ist Faust und Mephisto und die richtige Form heißt einfach Dr. Faustus und Mephistolis. Und ich weiß, dass eben dieser Dr. Faustus angeblich eine real existierende Person gewesen ist. Es gibt da aber verschiedenste Aussagen zu, welche Person das gewesen ist. Es ist auch nicht erwiesen, ob es ein Doktor gewesen ist. Es ist einer gewesen, der Astrologie und Wahrsagerei und Wunderheilung und was weiß ich alles gemacht hat. Das könnt ihr alles nachlesen, wenn ihr mal Goethe recherchiert. Das ist jetzt hier nicht Teil dieser Lesung. Aber ich bin der Meinung, aufgrund dessen, dass es eben mit Mephisto, die Kurzform von Mephistoles ist, einer griechischen Namensendung mit Toles, so wie Aristoteles zum Beispiel, dann ist dann halt immer darum geht, dass auch der Teufel viel schlauer ist als die schlauesten Philosophen dieser Welt, die sich halt alle für weise halten, aber die halt einfach dann ziemlich sich zum Narren machen lassen sozusagen vom Teufel, der halt als Geistwesen dem wesentlich überlegen ist. Ne? Und Philosophie kommt eben aus dem Griechischen, heißt Philosophia, Love of Knowledge, also Liebe zum Wissen. Die Liebe zur Kenntnis. Und die Frage ist, welche Liebe ist denn da gemeint? Da wahrscheinlich kann es ja nur die Liebe sein zur menschlichen Weisheit oder zum menschlichen Wissen. Und das ist eben, naja, das ist halt eben sehr begrenzt. Ne? Wir haben halt auch nur eine begrenzte Zeit, wie die auf der Erde hier sind. Wir können eben auch nicht alles lernen, was da an Begrifflichkeiten ist. Ich reite jetzt deswegen auf den Muppets herum, wobei wahrscheinlich kaum einer in irgendeiner Art und Weise jetzt damit gerechnet hätte, dass jetzt gerade die Muppets auch noch dran kommen. Ich habe auch kein Video dafür vorbereitet, weil ich nicht Gefahr laufen wollte, dass wieder irgendwelche Sachen jetzt zensiert werden. Aber man muss sich ja mal Folgendes vorstellen. Es wird hier ein Musikvideo dargebracht in einer Sendung für Kinder. Das heißt, diese Sendung Muppets habe ich selber damals verfolgt und da ist immer das Zielpublikum, ich sag mal so, naja, von 4 bis, mein Erwachsenenalter wird es immer weniger, sagen wir es von 4 bis 16 vielleicht, das sind so viele, oder von 4 bis 12, das sind so dieses Alter, wo die Leute die Muppets gucken. Und ich habe da jetzt mal als weitere Bilder ein paar Bilder eingeklebt hier aus dem Video, also ein paar Standbilder für euch, damit ihr seht, guck mal hier, die haben sich ja wirklich Mühe gegeben mit den Figuren und mit der Lichtshow und so alles. Das ist auch ganz, ganz lustig und so. Und die haben sogar diese Sache als CD gepresst, noch gar nicht so lange her. Und das ist auch wieder in die englische Hitparade eingestiegen. Das Cover davon seht ihr auf dem nächsten etwas größeren Bild. Das heißt nämlich dann Queen and the Muppets Bohemian Rhapsody. Das ist alles super lustig, das ist überhaupt gar keine Frage. Ich habe mich damals als Kind auch total drüber geömmelt, über die kreischenden und singenden und gluckernden Hühner da. Aber man muss sich doch mal bitte eigene Sache vorstellen und eine Sache drüber im Klaren sein. Einer der ersten Textzeilen in diesem Lied heißt: Mama, ich habe gerade einen Mann umgebracht. Und der ganze Text von Bohemian Rhapsody ist alles andere als positiv oder für Kinder geeignet. Das heißt, die Macher dieser Serie, The Muppets, haben das billigend in Kauf genommen.
und haben damit zusammengearbeitet und haben das auch nicht bereut. Das heißt, nachdem dieses Video von den Muppets gedreht worden ist, irgendwann in den 70er Jahren, haben sie 40 Jahre oder 45 Jahre später nochmal eine Single aufgenommen, auch wieder mit den Originalstimmen von Queen dazu und haben das Queen and the Muppets genannt. Das heißt, die Macher von Muppets, denen geht es tatsächlich nur um Geld. Die haben da keine Moral, die haben da keine Hindernisse, keine Hemmschwelle, um jetzt kleinen Kindern solche Textzeilen um die Ohren zu hauen. Denn ihr müsst euch ja bitte Folgendes vorstellen. Ihr seid und wir sind fast alles deutschsprachige Menschen, Muttersprachler. Aber die Kinder, die in den Vereinigten Staaten und in England, in allen englischsprachigen Ländern, dieses Video sehen mit der Originalstimme, dem Originaltext, die kriegen genau das um die Ohren gehauen. Mama, ich habe gerade einen Mann umgebracht. Im Alter von 4 Jahren, 5 Jahren, 6 Jahren, 10 Jahren. Damit werden die gefüttert. Das ist eben das, wo ich sage, halt, stopp, da war schon mal meine erste großes Fragezeichen, wo ich gesagt habe, also das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass gerade so ein Lied mit dem Text dargebracht wird in einer Kindersendung. Und da kann man doch mal wieder schauen, wie die Indoktrination, wie die Beeinflussung, wie die Manipulation schon im Kindesalter anfängt und dass die Erwachsenen, die Macher, völlig skrupellos sind. Da kann man doch mal sehen, von welchem Geist die geleitet sind, oder? Ich finde das unter aller, ja, ich möchte das Wort jetzt nicht sagen. Würde. Ja, das ist die nette Form. Ich wollte es noch was viel Schlimmeres sagen. Das weiß ich. Ja. Deswegen sage ich ja, unter aller Würde. So kann man das auch vernünftig ausdrücken. Genau. Ja. Und deswegen, damit vielleicht ihr mal einen Ausblick davon bekommt, was in diesem Lied besungen wird, weil ihr wird es wahrscheinlich kennen, wenn ihr das hört, aber ihr werdet wahrscheinlich auf den Text noch nie so geachtet haben. Da geht es jetzt mal an die deutsche Übersetzung auf der nächsten Seite. Jetzt reden wir mal Deutsch. Ist das das wirkliche Leben? Ist das nur Fantasie? Gefangen in einer Landschaft, kein Entrinnen aus der Realität. Ich versuche das mal so ein bisschen, damit das ein bisschen nicht so trocken anhört. Ich versuche zu singen, aber wenn ich meiner Tochter glauben kann, ist das so, ist für mich das Schlimmste und das Schlechteste, was ich kann. Öffne deine Augen, schau in den Himmel und sieh. Sieh? Da war doch was in der Bibel. Schau in den Himmel, öffne deine Augen. In dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Mhm. Ja, das hat die Schlange zu Eva gesagt. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Listig. Ganz listig zu sagen, öffne deine Augen. Öffne deine Augen heißt ja im Endeffekt, ey, du bist bis jetzt in der Dunkelheit rumgetapst oder du schläfst. Öffne deine Augen. Das heißt, da ist ja jemand angesprochen, der gar nicht jetzt im normalen Leben ist, ne? Also entweder schläft der und es ist ein Traum, oder der wacht auf, oder der läuft mit einer Augenbinde rum in der Welt und plötzlich sagt jemand, hey, jetzt kannst du deine Augen aufmachen, so quasi wie in den alten Gangsterfilmen, ne, wo jemand dann im Auto rumgefahren wird und dann eine Augenbinde trägt, damit er nicht weiß, wo er hingefahren wird. Also öffne deine Augen heißt ja immer, du hast die Augen bis jetzt geschlossen, du hast bis jetzt nichts gesehen. So, und jetzt guckst du in den Himmel und jetzt siehst du was. Was sieht er denn dann? Wird hier nicht gesagt. Aber derjenige, der hier singt, also Freddie Mercury, der diesen Text ja auch geschrieben hat, tatsächlich, der singt jetzt, öffne deine Augen, also er spricht uns an, schaue in den Himmel und sieh. Also wir müssen in den Himmel gucken und irgendetwas sehen, was er auch sieht. Die Frage ist, was hat er denn da gesehen? Er singt auf jeden Fall weiter. Ich bin nur ein armer Junge, ich brauche kein Mitgefühl. Wie gewonnen, so zerronnen, wenig hoch, wenig niedrig. Little high, little low. Ein bisschen hoch, ein bisschen niedrig. Da hat man, wie gesagt, wieder die Figur des Baphomet, habe ich ja eben schon mal was zu gesagt. Woher der Wind weht, ist mir eigentlich egal, egal. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Genau, woher der Wind weht, ist ihm egal. Hauptsache, es ist Wind da. Und Wind hat eben mit Luft zu tun. Und Luft ist halt das Element, was den Geist beschreibt. Das ist ein Luftelement, ist halt das Element, den Geist. Das steht ja hier geschrieben.
Fürsten, der in der Luft herrscht, im Geist. Also der Geist herrscht in der Luft. So, und deswegen sagt er, woher der Wind weht, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, er kriegt die Inspiration für seinen Text. So verstehe ich das. Also ihm ist erstmal die Richtung völlig egal. Hauptsache, er kriegt eben Wind ins Gesicht. Hauptsache, es tut sich irgendetwas. Hauptsache, er kriegt irgendwo eine frische Brise ab. Ja, gucken wir mal weiter. Das ist jetzt noch nicht die große Geschichte, die interessante Geschichte, die kommt jetzt erstmal. Mama, also Mutter, seine Mutter, habe gerade einen Mann getötet, hielt eine Waffe gegen seinen Kopf und drückte ab. Jetzt ist er tot. Gut, das ist natürlich ganz logisch. In dem Moment, wenn ich eine Waffe abdrücke, dann ist natürlich jemand tot. Diese Waffe muss also eben tödlich sein, logischerweise. Was aber im deutschen Text jetzt leider nicht rüberkommt, ist die originale englische Beschreibung dazu. Die originale englische Beschreibung heißt so, put a gun, also nimm eine Pistole. Put a gun against his head, also drückte eine Pistole gegen seinen Kopf, pulled my trigger, now he's dead. Also ich betätigte meinen Abzug, jetzt ist er tot. So, jetzt wissen wir genau, das ist eben das Problem mit den deutschen Übersetzungen immer, jetzt wissen wir, er hat eine Pistole gehabt oder einen Revolver, auf jeden Fall eine Gun, also eine Schießwaffe, eine Schusswaffe eben, und hat einen Trigger gedrückt. Jetzt ist aber Trigger ein Wort, was mehrdeutig sein kann. Ein Trigger kann nicht nur der Auslöser sein, also der Hahn sozusagen, der Abzugshahn an der Waffe, sondern kann auch ein Wort zum Beispiel sein, dass jemand gesagt wird in Hypnose, nur mal als Beispiel jetzt, worauf der dann hingeht und irgendeine Aktion macht, zum Beispiel dann jemanden umbringt. Ja, das wäre auch ein Trigger. Ein Auslöser. Ja. Genau. Ja, das ist eine gute Beschreibung, genau. Mhm. So wie man eben manchmal, das Wort habe ich auch oftmals gesucht, einen Auslöser braucht für die Leute wach zu schütteln, weißt du? Mhm. Was ist denn dem sein Interesse? Was ist denn der Auslöser, mit dem ich den kriegen kann? Ja? Mhm. Und das ist eine sinngemäße Übersetzung des Wortes Trigger, Abzug. Mhm. Ja. Gut, also er behauptet jetzt hier, er hat gerade einen Mann getötet. Er sagt jetzt nicht, wen er getötet hat. Ich habe da so meine ganz, 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 ganz interessanten 5 Cent oder 5 Minuten dazu. Aber da sind wir noch nicht dabei. Also auf jeden Fall hat er also eine Pistole gegen den Kopf dieses Mannes gedrückt und drückte ab und jetzt ist er tot. Die zweite Möglichkeit der Interpretation ist, dass er eben jemanden umgebracht hat, also einen Mann umgebracht hat. Wir reden hier nicht von einer Frau, wir reden hier definitiv von einem Mann. Und dass er halt einfach da eine Pistole an den Kopf gesetzt hat und dann halt einen Trigger gehabt hat und dann ist er eben tot. Ja? So. Jetzt ist die Sache die. Jetzt geht es nämlich lustigerweise weiter. Und er beschwert sich jetzt darüber, was er gerade getan hat. Also er bereut es sozusagen. Denn er sagt, Mama, das Leben hatte gerade erst begonnen, aber jetzt habe ich alles weggeworfen. Das heißt, er sagt selber, diese Aktion, die ich gemacht habe, ist so fatal, dass ich mein Leben gerade weggeworfen habe. Das ist das, was er sagt. Mama, das Leben hatte gerade erst begonnen. Jetzt habe ich alles weggeworfen. Also sein Leben hat er jetzt weggeworfen, wenn ich den Satz verkürze. Mama, wollte dich nicht zum Weinen bringen. Ich muss aufhören, sonst wird diese Lesung keiner überleben. Also Mama, ich wollte dich nicht zum Weinen bringen. Wenn ich morgen um diese Zeit nicht wieder zurück bin, mach weiter, weil es nicht wirklich wichtig ist. Heißt, er weiß genau, seine Mutter wird darüber nicht begeistert sein, über das, was er gemacht hat. Da erinnern wir uns auch an diese Zeile, die Amanda Lear und Freddie Mercury doch gleich haben, ne? War das nicht so? Mama, look what they've done to me. Mama, schau mal, was sie mit mir angestellt haben. Das war doch beides meine B-Seite gewesen. Ich meine von Amanda Lear bin ich mir hundertprozentig sicher. Und was war das andere? Ich meine, das wäre Queen gewesen oder noch ein anderer. Auf jeden Fall auch so eine Geschichte. Wenn man sich bei seiner eigenen Mutter beschwert, dann muss es schon ein ganz, ganz heftiges Ereignis sein. Jetzt sagt er aber direkt im nächsten Abschnitt, zu spät, meine Zeit ist gekommen. So, und das ist natürlich die Sache, die heißt, guck mal hier, ich kann nicht mehr zurück, meine Zeit ist abgelaufen, meine Zeit ist gekommen, das heißt, sein Leben ist jetzt quasi vorbei. Das lässt mir Schauer über den Rücken laufen, der Körper schmerzt die ganze Zeit. Also er hat da totale Panik vor, Schauer über den Rücken laufen, das ist also dann so Angst, ne? Die reine Angstschweiß und sich für irgendetwas total fürchten, dass man halt im ganzen Körper zittert, wie Espenlaub, sagt man in Deutsch ja gerne.
der Körper schmerzt die ganze Zeit. Also es schmerzt ihn auch körperlich, diese Geschichte. Geht also auch auf seine Gesundheit und geht also auch da auf seine körperliche Sachen. Auf Wiedersehen, also zur Mutter, Mama sozusagen, auf Wiedersehen, ich muss gehen. Ich muss euch alle zurücklassen und der Wahrheit ins Auge sehen. Ja, das sagt jetzt ausgerechnet Freddie Mercury mit der Wahrheit ins Auge sehen. Ne? So, wir wissen also immer noch, es geht darum, dass er behauptet, er hätte einen Mann getötet und er hat also dann eine Waffe gegen seinen Kopf gerichtet und abgedrückt und jetzt ist er eben tot. Und er muss jetzt der Wahrheit ins Auge sehen. Das heißt, er wird mit dieser Wahrheit konfrontiert und kann also eben nicht weglaufen. Er sagt ja selber, zu spät, meine Zeit ist gekommen. Ja? Er sagt ja auf Wiedersehen, ich muss gehen. Die Frage ist, wo geht er denn dann hin? Na dann. Mama, oh, ich will nicht sterben. Ich wünschte manchmal, ich wäre nie geboren worden. Das ist ein Satz, auf den kann ja nur jemand kommen, der kein Christ ist. Ne? Das kann ja nur auf jemanden kommen und zu jemandem passen, der eigentlich jetzt in dieser Welt lebt, wo er sagt, ey, ich lebe hier, um zu leben und alles andere ist mir völlig egal und ich will halt einfach immer nur Spaß haben, denn wenn mal eine ganz bittere Phase kommt, dann will ich nicht mehr leben. Es ist ja nicht nur eine depressive Aussage, die hier getätigt wird, sondern er sagt ja jetzt hier, ich wünschte manchmal, also schon vorher wahrscheinlich, ich wäre nie geboren worden. Das heißt, er ist ja mit seiner eigenen Existenz völlig unzufrieden. Und unter Umständen ist diese unzufriedene Existenz, die er hier beschreibt, wo er schon manchmal gewünscht hat, er wäre nie geboren worden, auch umstandshalber deswegen Auslöser gewesen, dass er jemanden umgebracht hat, laut seiner Aussage. Das heißt, er ist unzufrieden mit seinem Leben. Das ist ja mal ganz deutlich hier. Jetzt schreibt er weiter, ich sehe eine kleine Silhouette eines Mannes. Scaramouche, Scaramouche, machst du den Fandango? Ja, das müssen wir gleich wirklich analysieren alles. Also Scaramouche ist ein Clown-Charakter. Fandango ist ein spanischer Tanz. Und auch ein unflätiges F-Wort. Also das ist extrem schwierig, das auseinander zu klamüsern, weil es da so viele Interpretationsebenen zu gibt. Ich habe gleich mal eine aufgeschrieben und niedergeschrieben und drüber kopiert, wo jemand sich dran versucht hat, wo ich glaube, das ist teilweise richtig, aber teilweise habe ich da auch eine andere Meinung zu. Jetzt schreibt er, Thunderbolt and Lightning very, very frightening me. Zu Deutsch Donnerkeil und Blitz erschrecken mich sehr. Und bei Donnerkeil habe ich schon einen englischsprachigen Mitstreiter von mir, den Brad Norman, gefragt, immer, wie kann ich das denn vernünftig organisieren? Und er sagte zu mir, eigentlich heißt Thunderbolt and Lightning eigentlich schon fast dasselbe. Das hat mit dem Gewitter zu tun und mit den Begleiterscheinungen. Und da habe ich mir immer überlegt, ja, Gewitter, Donnerkeil, Potzblitz. Da fiel mir dann der Zeus ein als Göttervater, der eben seine Blitze auf die Erde schleudert. Ne? Wenn er halt mit irgendetwas nicht so ganz zufrieden ist, dann sagt er immer hier, ne, du, jetzt pickst ich dich mal in den Hintern, sozusagen. Dieses Bild habt ihr mit der Quelle da jetzt da stehen. Das soll den Zeus darstellen, also quasi den Göttervater oder wenn man so will, den Gott der Griechen. Deswegen heißt das Ding ja auch, also die Kameramarke Olympus zum Beispiel, der Opel heißt Kadett Olympia oder nee, Rekord Olympia hieß er in den 50er Jahren und diese Sportspektakelveranstaltung heißt auch Olympia, weil der Göttersitz im Griechischen normalerweise der Olymp gewesen ist, denn der Berg in Griechenland. Ne? Ist ja klar, die Götter sitzen erhöht, die stehen ja über den Menschen, das sind ja eben keine normalen Menschen, die kriegen natürlich den höchsten Platz. Schließlich reden wir ja in der geistigen Welt sowohl auf der guten als auch auf der schlechten Seite immer von einer Hierarchie. Ja, dann sagt er jetzt, dann kommen jetzt noch verschiedene Dinge und wie gesagt, Freddie Mercury sagt uns ja die ganze Zeit, das ist alles nur Kunst, das ist ja alles nur zufällig entstanden. Also, Galileo, 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 Figaro, Magnifico. Toll, ne? Das ist mal ein Text. Jetzt kommt eine Deutung, die ich jetzt im Englischen gefunden habe und die ich jetzt in Deutsch übersetzt habe. Also, er schreibt hier seine Interpretation. Das ist schon mal eine Riesenarbeit, die er da gemacht hat. Ich zolle ihm totalen Respekt dafür. Also, während des Prozesses, und um den geht's, ja, wird sich der beschuldigte Junge bzw. Freddie Mercury bewusst, dass er im Voraus verurteilt wurde und dass die Anhörung nur eine Scharade ist und er sich selbst hilflos findet, denn seine Homosexualität wird nicht akzeptiert. Okay? Naja. Aber als er zu seinem Anwalt geht, sieht er eine kleine Silhouette eines Mannes, der ihn unmöglich verteidigen konnte. Für ihn ist er wie Scaramouche, ein Börsenclown, der Comedian, der lachte, der als anspruchsvolle, aber feige Person dargestellt wird.
Feige, denke ich, für Scaramouche. Scaramouche ist eigentlich schon ziemlich zutreffend, denn eine kleine Silhouette eines Mannes, der auch noch Feigling ist, das passt also irgendwie doch so ein bisschen dann dazu. Ne? Und das ist auch letzten Endes, glaube ich, eine kleine Entsprechung für Freddie Mercury, der ja immer der Größte sein wollte. Er wollte ja nicht nur ein Rockstar sein, er war ja nicht damit zufrieden. Er musste ja auch immer eine Legende werden. Er musste ja zeitlos sein, unsterblich sozusagen, also unsterblich in dem kollektiven Gedächtnis der Menschen verhaftet. Und wenn man heutzutage Freddie Mercury dann hört, ja klar, boah, Freddie Mercury, Queen. Mhm. Ja, ja. Scaramouche bedeutet wörtlich kleiner Kampf oder Scharmützel. Ein Fandango ist ein spanischer Tanz, aber auch ein loser Ersatz für das Wort, naja, ne? F. Er fragt, ob er ihn verteidigen wird. Machst du den Fandango? Was bedeutet, dass die Verteidigung eine lächerliche Farce sein wird? Oder er feuert ihn einfach sofort, da es keine mögliche Verteidigung mit ihm gibt? Und jetzt kommt hier ganz, ganz viel, wo ich nicht so mit einverstanden bin. Aber ich lese es trotzdem mal vor. Es könnte auch bedeuten, dass er, wenn er versucht, seine Sexualität zu verteidigen, wie ein Scaramouche, also quasi wie ein Feigling, aussieht. Blitz und Blitz ist wahrscheinlich eine Analogie zum elektrischen Stuhl. Und da habe ich dann aufgehört, diese Deutung zu lesen, weil ich gesagt habe, nee. Das ist eine Geschichte, die im England des 20. Jahrhunderts nicht zur Anwendung käme, dieser elektrische Stuhl. Deswegen glaube ich daran nicht. Ja, elektrischer Stuhl gibt es jetzt eventuell noch oder gibt es sogar hundertprozentig in einigen amerikanischen Bundesstaaten, aber eben nicht bei Freddie Mercury in seinem Leben, das eigentlich ausschließlich in Großbritannien oder zum großen Teil zumindest da stattgefunden hat. Deswegen habe ich gesagt, nee, das ist für mich nicht der elektrische Stuhl. Für mich ist das was ganz anderes. In der homosexuellen Interpretation wäre die Hinrichtung eine Ablehnung durch die Gesellschaft, vor der er Angst hat. Galileo ist ein Hinweis auf ein unfaires Scheinverfahren, das eine Vorverurteilung vorsieht oder eine Verurteilung vorsieht. Das kann ich unterschreiben, das sehe ich genauso. Es ist auch eine Anspielung auf Jesus Christus in Galiläa, naja, und auf das anti-homosexuelle Urteil des Christentums. Freddie Mercury war, glaube ich, das Urteil der Christen über ihn ziemlich egal. Wenn ich mir seinen Lebenswandel angucke, dann ist ihm das wahrscheinlich relativ schnurze gewesen. Der ist als Zoroastrier auf die Welt gekommen, und ist da in einer ganz kleinen Glaubensgemeinschaft unter, und die sind sehr, sehr, sehr streng in dieser Glaubensgemeinschaft. Deswegen glaube ich nicht, dass ihn da jetzt das großartig was ausgemacht hätte, außer dass es vielleicht seine Karriere nicht so beflügelt hätte. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich Angst insofern davor gehabt hat. Er hat letzten Endes mit vielen Dingen irgendwo gespielt. Und für mich ist Freddie Mercury ein Gambler, jemand, der wirklich alles ausprobiert hat irgendwo, ein Spieler. Ja. Gut, also jetzt nicht in Las Vegas, sondern halt jetzt sexuell und experimentell und solche ganzen Sachen. Ich denke, der hat halt viele Sachen versucht und hat versucht, möglichst eine Legende zu werden. Wenn das sein Hauptantrieb gewesen ist, dann hat er sicherlich dafür einen hohen Preis bezahlt. Der Mann ist gerade mal 45 Jahre alt geworden, wenn ich mich richtig daran erinnere. Figaro ist ein Schlauer und Jesus Christus in Galiläa, also da glaube ich nun überhaupt nichts von. Denn wie gesagt, es ist zwar eine religiöse Anspielung hier, aber dieser Galileo hat eben eher die Anspielung auf Galileo Galilei, auf den kommen wir dann gleich zurück. Das ist, wie gesagt, immer noch eine Deutung, die ich nicht gemacht habe. Okay, also Figaro ist ein schlauer Operncharakter, der die Begegnung der Liebenden in der Barbier von Sevilla erleichtert, ja. Ebenso wie der Name einer berühmten französischen Zeitschrift, ja. Daher steht es für beides, die Öffentlichkeit des Prozesses und seiner heimlichen homosexuellen Begegnung. Magnifico, auch bekannt als Pantaloon, ist eine weitere Stammfigur der Komödie. Er vertritt den wirtschaftlichen Blickwinkel und damit die Einnahmen aus der Werbung. So. Den Rest lese ich jetzt nicht vor, weil ich jetzt glaube, dass es eben da nicht mehr relevant ist. Jetzt kommen wir zur nächsten Seite, die da heißt, in muslimischen Gerichtsverfahren, mit denen Mercury bekannt sein muss, wird das Urteil im Namen Allahs ausgesprochen. Er hat diesen Hinweis wahrscheinlich aufgrund der harten Bestrafungen der Scharia gegen beide ausgesprochene Mörder und Homosexuelle eben da gemeint. Alles Bitten um Gnade bleiben ungehört und schließlich wird er für schuldig befunden und wird für immer in der Hölle brennen.
Beelzebub hat einen Teufel für mich beiseite gelegt, kommt nämlich gleich. Es könnte auch interpretiert werden, dass ihn die Unfähigkeit, sich mit seiner Homosexualität abzustimmen, endlos quält oder dass er sich niemals von der Gesellschaft akzeptiert wird, was ihn unaufhörlich belästigt. Ich hätte vielleicht diesen Text hier nicht unbedingt reinmachen können, aber da mir unheimlich viele Menschen wahrscheinlich jetzt immer gesagt hätten, ja, aber da gibt's doch irgendwelche Deutungen und das ist doch alles schon gemacht worden und das ist alles nur seine Sexualität und das ist sein Leidensdruck gewesen und so weiter und so fort. Wir haben hier Stunde der Wahrheit, wir haben hier bibeltreue Kanäle und wir sehen die Sache erstmal nicht vom weltlichen Standpunkt, sondern vom geistigen Standpunkt aus. Deswegen müssen wir uns jetzt mal überlegen, was diese ganzen Wörter und was diese ganzen Sachen denn jetzt überhaupt bedeuten. Fangen wir einfach mal an. Mit Galileo Galilei. Galileo war ein italienischer Universalgelehrter, ein Philosoph, Mathematiker, Ingenieur, Physiker, Astronom und Kosmologe, also eine ganze Menge gleichzeitig. Viele seiner Entwicklungen, vor allen Dingen in der Mechanik und der Astronomie, gelten als bahnbrechend. Ja, berühmt wurde er dadurch, dass ihn die katholische Kirche verurteilte, 1992, also weit nach Bohemian Rhapsody, rehabilitierte sie ihn. Und ich habe unten untergeschrieben, Galileo begann seine sogenannten Studien in der jesuitischen Kloster Vallombrosa, ungefähr 20 Meilen, also 30 Kilometer von Florenz. Und dieses Galileo steht hier letzten Endes auch für einen Scheinprozess. Das würde ich so sehen. Ja, es hat auch damit zu tun mit dem Scheinprozess durch ein katholische geprägtes Gericht. Das könnte durchaus auch sein. Also diese beiden Ebenen würde ich hier schon so sehen. Gut. Also, Galileo haben wir jetzt schon mal einen Protagonisten. Der nächste Protagonist ist Figaro. Das ist eben von dem Barbier von Sevilla. Und im Figaro will also ein verliebter alter Mensch seinen Mündel heiraten, also jemand, der ihm zur Verantwortung übergeben ist, der noch nicht mündig ist, also auch nicht volljährig ist. Aber ein junger Liebender mit mehr Geschick kommt ihm zuvor und macht es noch am gleichen Tag zu seiner Frau, also heiratet sie vor der Nase und im Haus des Vormunds. Okay, gut. Das ist eben aus der Hochzeit des Figaros von unserem Freimaurer Wolfgang Amadeus Mozart. Da schlagen wir mal die Brücke zur Lesung Nummer 12, klassische Zaubereien Mozart und die Freimaurer. Was passiert denn bei Figaro, Figaro, Figaro? Denn schließlich spricht hier Freddie Mercury nicht nur einmal über Figaro, sondern er brüllt ja den Figaro mehrfach hier raus. Habe ich mir überlegt, da müsste man nochmal zur Hochzeit des Figaro sich mal anschauen. Also, die Hochzeit von Figaro. Willst du das diese Sendung noch machen? Ich wusste, dass die Stimme aus dem Off irgendwann kommen musste. 1:07, stimmt. Ach Mensch, schon wieder so spät. Ja, das wäre doch sonst ein guter Moment abzuschließen und die Hochzeit des Figaro nächstes Mal zu besprechen. Genau, nächstes Mal heiratet der Figaro und ihr seid hoffentlich alle dabei. Ein kurzer Abschluss, aber ja. Ist ja soweit in Ordnung, ne? Genau, das war jetzt erstmal so das Vorgeplänkel. Wir kommen also wirklich zu der richtigen Sache, da kommen wir dann später zu. Das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr trockene und sehr, sehr harte Geschichte hier mit dem Bohemian Rhapsody. Aber ich habe da, glaube ich, was für euch, was euch die nächste Sendung dann schmackhaft machen könnte. Genau. Und bis dahin könnt ihr natürlich dann auch einiges anderes gucken an Lesungen, die ihr vielleicht verpasst habt. Ihr könntet natürlich noch, das Einzige, was natürlich noch besser ist, als unsere Lesungen zu hören, wäre die Bibel zu lesen. Denn da steht wirklich die absolute Wahrheit drin. Denn da ist auch das ganze geistige Leben drin. Es sind alle Verordnungen, alle Gebote drin und auch die ganze Liebe unseres Schöpfergottes ist da beschrieben. Und wenn der Jörg nicht weiter noch irgendwelche Kommentare hat zu dieser Lesung hier von Bohemian Rhapsody, die erste, würde ich sagen, lest eure Bibel. Maranatha. Verse 15.
counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, who seeth us, and who knoweth us?